Leute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer geschwächten Begrüßung. Ich hatte gestern meine zweite Impfung und ja, ich bin aufgewacht. Arm seit gestern schon richtig tot, also der tut so viel mehr weh als bei der ersten Impfung. Ich bin mit Fieber aufgewacht, Müdigkeit auf jeden Fall. Was, ja, also ich muss auf jeden Fall jetzt gleich ein Nickerchen machen. Es regnet eh draußen, dementsprechend kann ich eh nicht raus, was Saftiges essen. Ich habe mir Suppe bestellt vom Japaner plus extra Reis, dass ich dann einfach den Reis in die Suppe reintun kann. Und dann mir so eine Art Jiao, heißt es auf Vietnamesisch, nachmachen kann. Ich muss mal nachschauen, ob es irgendwo einen klassen Jiao-Laden gibt, Mann. Das ist so Reissuppe, anders heftig, das gibt's eigentlich, also als Kind gab es das immer, wenn ich krank war, aber das ist halt auch so ein richtig geiles, eine richtig geile Mahlzeit. Ja, auf jeden Fall, mir geht's echt nicht gut, Mann. Aber es geht, also ich habe von schlimmeren Fällen gehört. Bisschen Fieber, ich bin ein bisschen warm. Apropos warm, Körpertemperatur 39 Grad. Demon Slayer. Ich war nicht so begeistert von Demon Slayer. Die ersten 50 Kapitel oder so sind Staffel 1. Und ich habe gesagt, hey, wie können die ersten 50 Kapitel so einen Hype auslösen? Also Staffel 1 ist vom Inhalt her richtig schlecht. Wie kann das so einen Hype auslösen? Und jetzt bin ich bei 160 oder so, also drei Viertel. Das hat nur 200 Chapter. Und ich muss echt sagen, krass, wie das gepaced ist. Also die Geschwindigkeit, der Erzählstil von Demon Slayer ist, habe ich so noch nie gesehen, ist echt anders. Ist so gerusht, ist so schnell. Bei gerusht ist ein bisschen negativ. Es ist extrem schnell. Die Story hätte man auch locker in 500, 600 Kapitel packen können. Und jedem Pillar, Säule heißt er glaube ich auf Deutsch, jede Säule, mehr Story, mehr Hintergrund. Und so wie die es machen, ist ey richtig krass. Also bei 100, Kapitel 140 oder so, beginnt schon der Final Arc. Final Arc, letzter Kampf gegen Muzan. What the fuck? Bei Chapter 140. Also es geht richtig, richtig schnell. Auf der einen Seite ist es krass, es ist neuartig, aber auf der anderen Seite lernst du die Charaktere halt gar nicht so gut kennen. Also Leute sterben und dich juckt es halt einfach nicht, weil du hast nichts aufgebaut mit denen, weil das die Story so schnell ist. Aber es ist einzigartig. Also so eine Story hatte ich auch noch nie. Und ja, jetzt bin ich tief drin, also wird vielleicht heute Abend noch zu Ende gelesen. Essen ist da, mein extra Reis, die Suppe, bisschen Tofu und das hier. Ich wusste aber nicht, dass es so in Suppenform kommt, so roh. Ich dachte, es wäre irgendwie gebraten oder so. Das ist, glaube ich, ein Fehleinkauf. Darauf habe ich so in der Form gar keinen Bock, Mann. Das sieht geil aus mit dem Fisch. Machen wir das nochmal schnell ein bisschen warm. Digga, was soll ich damit machen, Mann? Darauf habe ich so gar keinen Bock, so. Mann. In Essig oder so. Oh, Digga. Oh mein Gott. Fehleinkauf des Jahrtausends, Mann. Digga, darauf habe ich so gar keinen Bock. Boom. Oh yes. Oh yes. Das wird gut tun. Der Tofu ist glaube ich auch ganz geil. Aber Yo, eine Reissuppe und ein Nickerchen später. Es geht schon besser. Ich glaube es wird Zeit für einen Snack, Alter. Ich habe eine Box reinbekommen. Vernascht die Welt, nicht gesponsert. Das Abo habe ich mir gegönnt, war einfach, weil wir kryptoreich sind. Wollte schon mal probieren, hat die Werbung gesehen, da habe ich gesagt, oder einfach direkt das Jahresabo geholt, weil ist billiger, wird direkt von der crypto.com Kreditkarte abgehoben. Deswegen direkt saftig Cashback. Und schauen wir mal, vielleicht ist da jetzt was drin, worauf ich Bock habe, was mir ein bisschen Energie gibt. So, schauen wir mal. Digga, irgendwie spricht mich da nicht wirklich irgendwas an.
heißt nicht, dass die Box schlecht ist, aber mich spricht da gerade gar nichts an, Alter. Zweimal, oder wie? Wir haben neue Bestellungen reinbekommen, Leute. International sind diesmal angekommen. Ah. Das war nicht für die Sammlung. Das habe ich gekauft wegen dem Duft. Below Zero. Der Duft taugt einfach. Ich habe so einen Twix gegessen. War okay. Dachte mir ein bisschen Zucker. Aber nee, also ich bin richtig, richtig müde. Und schlafen und so, dies das gar nichts gebracht. Ich wollte schon die ganze Zeit schlafen, aber du kannst nicht um 6 Uhr schlafen gehen, weil dann wachst du einfach um 1 oder so auf. Deswegen, ich will noch meinen normalen Schlafrhythmus behalten. Ich zwinge mich jetzt noch den Daily Vlog zu schnell von gestern. Und dann ist es so 10 oder so und dann kann man schon langsam schlafen gehen. Also, ja, nicht so fit, Leute, aber es gibt Schlimmere. Also, ich habe von anderen gehört, dass es viel, viel schlimmer ist. Ich bin nur ein bisschen müde. Kein Problem, man sieht sich morgen. Oh yes! Alles wieder schön sauber gemacht. Und ich bin wieder fit. Der Arm ist auch eigentlich wieder fit. Bisschen tut es noch weh. Fieber ist weg. Mir geht es wieder gut. Ich glaube so von 10 bis 9 oder sowas. Aber jetzt geht es mir wieder super. Und jetzt gehe ich auch mit Dimi und Bagisch essen. Mit Dimi habe ich ja eigentlich so ein wöchentliches Mittagessen. Und diesmal habe ich auch Bagisch mit eingeladen, weil er hat letztens gesehen, wie wir es saftig gegessen haben. Kennt ihr das? Wenn die Leute immer nur labern, aber es kommt nie was zustande. Außer ihr regelt das. Auf jeden Fall, diesmal nicht vergessen. Dimi hat schon ein paar Mal danach gefragt, dass ich ihm die Ramen mal mitbringe. Exklusiv aus Japan. Ist auch eine neue X-Dose reingekommen. Links ist dasselbe wie X. In manchen Ländern heißt es nur links. Ist aber dasselbe. Ja, mir geht's wieder gut. Ich komme vom Essen mit Bagisch und Dimi. Das Video seht ihr morgen. Gestern war ich echt richtig, richtig schlapp. Fieber, dies, das. Aber heute geht es mir wieder blendend. Ich habe, wie heißt das? Demon Slayer, Kimetsu no Jaiba zu Ende gelesen. Boah, was soll ich dazu sagen, Mann? Also am Ende hat es mich richtig gepackt, der Kampf gegen Muzan. Aber, Alter, es fühlt sich so incomplete an. Also es ist so schnell. Wie gesagt, das sind 205 Chapter. Für die ganze Story, du hast einfach das Gefühl, da fehlt was. Das ist so, als würde, wie bei Bleach, als würde es mit Eisen enden. Das ist so, als würde es bei Naruto mit Pain enden. Das ist einfach so kurz und so wenig, so vollgepackt. Die Story fängt an am Ende der Story. Wisst ihr, was ich meine? Demon Slayers, die ganze Organisation ist schon gegründet, die ganzen Pillars. Wir lernen die ganzen Pillars gar nicht wirklich kennen, sondern treffen die eigentlich da am Ende ihres Lebens eigentlich. Kurz bevor sie sterben sogar. Der Präsident von dieser Demon Slayer Organisation, wir lernen den kennen. Der ist ja schon im Endstadium von seiner Krankheit, der stirbt gleich und so. Und Muzan taucht auch direkt eigentlich auf. Und dann direkt kommt der Kampf eigentlich. Das ist wirklich gar keine Vorstellung, gar keine Einleitung. Bam! Hier ist der finale Kampf gegen Muzan. Habe ich so echt noch nie erlebt. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ist das geil oder ist es nicht geil? Auf jeden Fall gibt es was Neues bei Cake. Das VIP-Programm haben die seit heute. Da habe ich euch schon mal vorgestellt. Da gibt es verschiedene Boni, je nachdem wie viel Vermögen ihr auf Cake habt. Ich habe nicht alles auf Cake. Dementsprechend bin ich nicht die höchste Stufe, die ich sein könnte. Also die allerhöchste Stufe kann ich so oder so nicht sein. Das ist zu krass. Aber was ich freigeschaltet habe, sind VIP-Tokens. Keine Ahnung, was das ist. Da steht bald verfügbar, bin gespannt. Exklusive VIP-Telegram-Gruppe. Scheint gar nicht so exklusiv zu sein, weil 157 sind schon mit am Start. Cake-Swagbox kriege ich auch. Die gibt es aber noch nicht, auch bald verfügbar. Die machen wir dann natürlich auch. Dann gibt es ein Opening von der Cake Swagbox. Ich bin schon mal die Vorteile durchgegangen. Weiß nicht, ob sich so viele Sachen da so lohnen. Ist ein netter Bonus, einfach so nebenbei. Also die arbeiten echt an vielen verschiedenen Boni, Funktionen, Specials, Extras. Also finde ich sehr gut von Cake. Für alle, die irgendwie da aufsteigen wollen, gibt es nochmal einen extra Bonus, das über Cake laufen zu lassen, anstatt selber über die DeFi-Chain zu machen. Aber ja, das war's von mir.
dem wiedergesunden und nicht mehr leidenden. Oh mein Gott, die Woche war echt leiden. Zuerst der Käsedöner. Barisch hat mich auch gefragt, wie krass er war, also wie hart der mich umgehauen hat. Ob die Spritze, die Impfung schlimmer war oder der Käsedöner. Also der Käsedöner war bei weitem schlimmer, oh mein Gott. Also das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren, serious business und ciao, Alter.